Ja, liebe Zuschauerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grünes Farbfernsehen. Wir haben heute ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Ich glaube, ich muss erstmal nicht nochmal erklären, um was das Grüne Farbfernsehen gibt. Das solltet ihr inzwischen alle wissen, nachdem wir schon sehr, sehr, sehr viele Folgen jetzt abgedreht haben und, glaube ich, schon langsam echt erfahren sind. Genau, heute ist ein sehr kontroverses Thema bei uns hier am Start. Und zwar wollen wir uns über das Bildungsthema unterhalten. Da gab es ja die letzten Wochen die heftigsten Diskussionen zwischen SchülerInnen, LehrerInnen, Bildungsministerium und so weiter. Genau, erstmal noch ganz kurz zu uns. Also das ist Martin hier auf der anderen Seite, wie auch immer man das nennt, und ich. Martin ist Kreissprecherin in Koblenz, ich bin die Kreissprecherin, wir beide moderieren so ein bisschen diesen lockeren Talk hier. Genau, ansonsten haben wir heute als Gast hier natürlich wieder einen Experten am Start. Und das ist diesmal der Daniel Köbler. Er ist bildungspolitischer Sprecher unserer Landtagsfraktion bei den Grünen Rheinland-Pfalz. Ja, Daniel, schön, dass du da bist. Möchtest du irgendwas zu Beginn gleich sagen? Ja, hallo. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich finde das echt ein super tolles Format. Und ja, ich glaube, es zeigt auch, dass man auch in solchen ja, wirklich schwierigen Zeiten auch über Politik reden muss und auch sollte. Und ja, das freut mich, dass ich dabei sein kann. Sehr, sehr cool. Martin, du wolltest losschießen. Ja, herzlich willkommen auch von mir und auch hallo an Zuschauerinnen und Zuschauer. Du hast da schon ein gutes Stichwort gesagt. Politik ist gerade in diesen Zeiten besonders wichtig und jetzt als Parlamentarier würde mich mal wirklich interessieren, wie waren die letzten Wochen für dich als Parlamentarier und vor allen Dingen, hattest du den Eindruck, dass das jetzt so in einem demokratischen Sinne das Parlament, weil es gab ja erhebliche Grundrechtseingriffe, mitgenommen wurde? Oder musste das, also unsere beiden Bundestagsabgeordneten Tabea und Tobias haben das ein bisschen angedeutet, dass die ein bisschen darum kämpfen mussten, dass das Parlament auf der Bundestag ausreichend Einfluss auf diese Gesetzgebung hat und diese Maßnahmen. Hast du das auf Landesebene ähnlich erlebt oder war das da ein bisschen anders? Ja, das denke ich, ist eine ganz, ganz wichtige Diskussion, die du da anreißt, weil wir, das ist natürlich eine extreme Zeit und auch eine extreme Krise. Ich habe jetzt in meiner Zeit in der Politik schon ein paar Krisen erlebt. Bisher war das härteste vielleicht die Euro-Rettung, wo es auch in wirklich atemberaubender Geschwindigkeit grundlegende Entscheidungen zu treffen waren von Bund und Ländern, die ja Auswirkungen bis auf die Kommunen runter hatten. Aber vergleichbar mit der Situation im Moment ist es nicht. Es ist natürlich für eine Demokratie auch ein Stresstest, das ist gar keine Frage, auch gerade für ein Parlament. Es ist die Stunde der Regierung, eindeutig. Das gilt für die Bundesebene genauso wie für die Landesebene. Deswegen waren uns auch immer zwei Dinge wichtig. Ich glaube, das eine ist ganz wichtig, dass wir immer signalisiert haben im Landtag, wir tagen, wenn auch unter Corona-Bedingungen. Wir haben mittlerweile auch unsere Ausschusssitzung per Videokonferenz. Aber vor allem, dass alles, was entschieden wird, was im Moment wirklich über Verordnungen in Windeseile zum Teil auch durch die Landesregierung entschieden wird, dass das immer auch diskutiert werden muss und weil es dafür auch keine Blaupause gibt, auch immer wieder angepasst und korrigiert werden muss. Und von daher, das habe ich so noch nicht erlebt. Ich glaube, wichtig ist, dass wir zeigen, dass die Demokratie gerade jetzt wichtig ist und das Parlament auch gerade jetzt wichtig ist. Und deswegen habe ich mich zum Beispiel auch dafür eingesetzt, dass der Landtag demnächst eventuell in einem größeren Raum wieder auch in voller Besetzung mit Abstandsregeln auch entsprechend tagen kann oder dass wir als Grüne uns durchgesetzt haben, dass es auch möglich wird, dass zum Beispiel kommunale Räte auch per Videokonferenz tagen. Jetzt bist du schon sehr, sehr lange im Landtag und hast da auf Landesebene die jahrelang die bundesrepublikanische Normalität erlebt, hast da deine Verantwortung wahrgenommen, so wie ich das beurteilen kann, auch sehr, sehr gut. Aber jetzt die Frage ist jetzt ein bisschen persönlicher. Als das dann so aufkam, hast du dann wirklich so gedacht, so, ach,
du Scheiße, jetzt habe ich hier echt Verantwortung, eine Sache, wo kein Mensch weiß, wie man es richtig macht, ob man es überhaupt richtig machen kann, wo es auch keine Expertise, keine Routinen gibt. Ich glaube, in so einer Situation hätte ich nicht mit dir tauschen wollen. Wie ist es dir damit gegangen und ist das, hat sich das irgendwie normalisiert oder gibt es da immer noch so eine Unruhe? Ich stell mir das so vor. Ich zitiere da immer den alten Satz von Winfried Kretschmann, die Politik ist dafür da, schwierige Entscheidungen zu treffen. Für einfache Entscheidungen brauchen wir keine Politik. Ich finde, das ist ein sehr klugen Satz. Der gilt eigentlich immer, aber natürlich gilt er in so einer Zeit noch viel mehr. Ich glaube, es wichtig ist, es ist im Moment auch eine Situation, wo es in der Politik kaum zu sagen ist, was ist richtig und was ist falsch. Sondern alle Entscheidungen sind sehr starke Abwägungsentscheidungen. Da muss man auch das Verständnis dafür haben, dass vielleicht auch Fehler gemacht werden, dass man auch Dinge korrigieren muss, weil wir so eine Situation einfach auch noch nie hatten. Ganz ehrlich, es ist aber auch für eine Politik eine total wichtige Zeit, weil sie zeigen kann, wofür sie eigentlich da ist. Es ist ja, ich sag mal, für viele so eine Normalität, dass irgendwie eine Demokratie funktioniert und dass das schon irgendwie läuft. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen gerade merken, boah, was sind das zum Teil für schwierige Diskussionen, für schwierige Entscheidungen und dass sie zumindest das Gefühl haben, auch wenn sie nicht alle Entscheidungen richtig finden, und ich finde auch manches kann man diskutieren, dass sich diejenigen, die die Entscheidungen treffen, das nicht leicht machen, sondern wirklich viel abwägen, viel diskutieren, Kompromisse machen und so weiter. Und ich sage mal so, ich hatte schon ähnliche Situationen, ich habe gerade von der Euro-Rettung gesprochen, aber in Rheinland-Pfalz vielleicht bisschen prominenter auf Landesebene das Thema Nürburgring-Insolvenz. Da waren Entscheidungen zu fällen innerhalb von Stunden, wo es kein Vorbild für gab, wo man zum Teil nur sagen konnte, okay, nach dem, was man ungefähr weiß, abwägen aller Argumente, ist das möglicherweise die beste Entscheidung, um zum Beispiel möglichst damals wenig Schaden dem Steuerzahler zuzufügen. Diesmal geht es allerdings tatsächlich im wahrsten Sinne um Leben und Tod. Und deswegen ist das natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Dimension. Aber dafür ist die Politik da und dafür sind wir gewählt worden. Dafür haben wir die Verantwortung. Und wenn die Menschen es anders sehen oder kritisch sehen, das ist auch gut so, dann müssen wir uns alle 5 Jahre zur Wahl stellen. Werden wir, wenn wir uns jetzt angenommen, heute in einem Jahr nochmal an dieser Stelle treffen und sprechen würden, würden wir das in einem, was glaubst du, in einem ganz anderen Rheinland-Pfalz, Deutschland und Europa tun? Oder wird das wieder sehr ähnlich sein, wie es vor ein paar Wochen noch war? Also ich glaube, dass wir auf keinen Fall sagen sollten, es wird alles wie vorher. Es gibt viele Gründe, warum das nicht so ist. Also erstens mal ist es dieses Erlebnis einer Pandemie ja nicht einfach dann, selbst wenn wir sie dann hoffentlich ja überstanden haben, wenn es Impfstoff und oder Medikamente gibt. Das wird nicht dasselbe sein, weil eben dieses Erlebnis da gewesen ist. Und ich sag mal so, hätte man vielleicht in der Vergangenheit, das ist jetzt leicht gesagt, die eine oder andere Vorsorge getroffen, hätte man vielleicht auch die eine oder andere Entscheidung auch anders treffen können, aber es war eben so, wie es eben war. Und zum Beispiel, dass wir in unserem Gesundheitssystem gewisse Standards auch vorhalten müssen in Intensivkapazitäten, bei Notfallkapazitäten und dass wir auch bereit sein müssen, dafür Steuergeld in die Hand zu nehmen. Also ich finde, wenn wir diese Lehre als Gesellschaft nicht aus der Krise ziehen, dann haben wir auch nichts gelernt. Und wie wir Grüne auch sagen, zu Recht, wenn wir aus der Krise rauskommen, dann müssen wir es auch als eine Chance nutzen. Also aus jeder Krise muss auch wieder was Neues erwachsen. Das bedeutet natürlich auch zukunftsfähige und nachhaltige Investitionen. Wir brauchen massive Investitionen. Der Schaden, nicht nur der sozusagen direkt ökonomische Schaden, der ist auch massiv, aber dahinter steht immer ein sozialer Schaden, was Arbeitslosigkeit betrifft, was das Unsicherheitsgefühl von Menschen betrifft, die eben noch ein sicheres Einkommen hatten, die jetzt merken, was das eigentlich bedeutet, von heute auf morgen in Hartz IV zu fallen. Also das sind alles Dinge, wo ich auch sage,
ich will nicht sozusagen zurück in die Vergangenheit, aber ich will natürlich, dass es wieder normal ist, dass wir wieder raus können, dass wir Spaß haben, Freunde treffen, dass man wieder in die Kneipe gehen kann. Und all das muss auch wieder möglich werden. Das gehört auch zu unserer Gesellschaft und das hält unsere Gesellschaft auch zusammen. Ja, so ein bisschen, ich würde jetzt gerne an Alina überleiten, aber das würde ich gerne noch loswerden. Und wenn du das ähnlich siehst oder ganz anders, kannst du vielleicht noch kurz was dazu sagen. Ich glaube, vielleicht gibt es ja auch so einen Lerneffekt, wenn man da jetzt mal so eine Parallele zur Klimakrise ziehen würde. Es war auch etwas, oder das ist auch etwas, was keine Grenzen kennt, was auch nicht steuerbar ist, was uns sehr, sehr hart treffen wird, wo man auf die Wissenschaft hören sollte. Also meine schwache Hoffnung ist, was heißt schwache Hoffnung? Meine Hoffnung ist, dass die Gesellschaft diese Parallele erkennt und dass das irgendwie vielleicht mal so ein Schuss vorm Bug war und da auch dann eine gewisse Steuerung und Einsicht dann, was das anbelangt, stattfindet. Aber Alina hatte noch ganz konkrete Fragen an dich, was insbesondere jetzt Schule und Corona anbelangt, und das würde ich dann gerne an Alina weitergeben. Erstmal noch, ich würde vielleicht auch noch kurz was dazu sagen. Ich glaube auch, dass das ein richtig entscheidender Punkt sein wird, ob wir kapieren quasi, dass die Corona-Krise dann vielleicht doch gewisse Ähnlichkeiten mit der Klimakrise hat, in dem Sinn, dass man in beiden Sachen, um sie zu lösen, auf die Wissenschaft hören muss. Ja, also das glaube ich, das wird ein ganz, ganz, ganz spannender Punkt, entscheidender. Und was ich gerade aber eher sehe, ist, dass man um allen Willen versucht, irgendwie die Wirtschaft anzukurbeln oder dass man einmal schaut, was da sinnvoll ist und was da auch für grüne Konjunkturprogramme sinnvoll sind. Naja, ich glaube, das ist jetzt auch nochmal ein anderes Thema. Deswegen machen wir jetzt einen harten Umbruch. Außer Daniel, du wolltest jetzt auch noch was dazu sagen, aber... Ja gut, ich kann das vielleicht nochmal ergänzen, um vielleicht auch zum Thema zu kommen. Ja. Also diese Frage ist natürlich politisch völlig offen. Also ich habe das erlebt in der Finanzkrise damals, wo sozusagen der neoliberale Zeitgeist gescheitert war, mit den ganzen Spekulationsgeschäften, dass im Prinzip alle gedacht haben, jetzt habt ihr doch gelernt, ja. Im Prinzip hat man dann gesehen, ja, es ist vielleicht noch ein paar Monate, ein halbes Jahr später war es im Bewusstsein und dann ist es fast so weitergegangen. Und deswegen ist es eine politische Frage. Es ist eine politische Frage, wie wir aus der Sache rauskommen. Wir hatten damals die Situation, dass die Große Koalition eine Abwrackprämie für alte Autos gemacht hat. Das darf nicht wieder passieren, weil es ist ja nicht nur so, dass damit Innovation in moderne Mobilität verhindert wurde. Es war ja sogar so, dass sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass es volkswirtschaftlich überhaupt nichts gebracht hat, weil zwar auf der einen Seite die Automobilindustrie damit ein Stück subventioniert wurde und auch Arbeitsplätze, keine Frage. Aber auf der anderen Seite habe ich in meinem persönlichen Umfeld mehrfach erlebt, zum Beispiel Gebrauchtwagenhändler in Reihe pleite gegangen sind und dann keinen Job mehr hatten. Also das ist eine Frage, die auch politisch zu entscheiden ist. Und es ist eben nicht egal, welche Partei an der Regierung ist und welche eben nicht. Ja, und ich glaube, wir haben leider auch nochmal einen starken Fokus darauf. Okay, ich würde aber trotzdem vorschlagen, dass wir jetzt vielleicht nochmal zum Bildungsthema kommen, weil wir schon 15 Minuten geredet haben. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen an meine Zeit als Schülerin zurückdenke, das ist jetzt, weiß ich, 3 Jahre her, 4 Jahre, dann hätte mich das, glaube ich, damals ziemlich aus der Bahn geworfen, also diese ganzen Entscheidungen, wobei ich wahrscheinlich erstmal gedacht hätte, oh, wie cool, keine Schule mehr. Mir ist aber wahrscheinlich mit der Zeit ziemlich, darf man das sagen, auf den Sack gegangen wäre. Sehr politisch korrekt. Genau. Ja, wenn wir jetzt so ein bisschen gucken, was in Rheinland-Pfalz gerade gemacht wird, dann stellen wir fest, dass jetzt die Schulen langsam wieder öffnen. Also jetzt gerade sind in Rheinland-Pfalz die 10 bis 13 Klässler wieder in den Schulen und die Viertklässler. Am 25. Mai dürfen dann die Drittklässler und die 5. und 6. Klässler wieder in die Schulen. Und am 8. Juni, laut der Bildungsministerin, ziehen dann die 7., 8. und 9. Klässler nach.
Jetzt wollte ich dich mal fragen, Daniel, also da gibt es ja echt viele, sag ich mal, Strittigkeiten darüber, ob das jetzt richtig war, die Schulen so schnell zu öffnen. Und zum Beispiel bei uns gibt es auch einen Professor, der Thomas Götz, der hat sich da jetzt erst gestern oder vorgestern reingesetzt und ganz kritisch darüber geäußert. Was sagst du? Ist es richtig, die Schulen wieder aufzumachen ganz generell oder laufen wir da gerade offen oder sind wir da gerade total auf dem Holzweg? Also ich glaube, das ist so eine typische Frage, was ich vorhin gemeint habe. Da gibt es in der Situation nicht wirklich richtig und nicht richtig, wirklich falsch. Ich sage es mal so, ihr habt mich ja auch vorhin gefragt, wo die es auch privat die Erlebnisse sind. Ich habe 3 Kinder in der Schule, in der 2., 3. und 5. Klasse. Und als dann vor 7 Wochen die Schulen ja mehr oder weniger von heute auf morgen bis Wochenende geschlossen wurden, haben die erstmal gedacht, ach ja, sag mal Ferien so ungefähr, ne? War natürlich nicht so, weil ist ja auch völlig, völlig richtig gewesen zu sagen, die Schule muss auch, soweit es möglich ist, auch zu Hause aus der Distanz auch mit stattfinden. Jetzt bin ich aber auch irgendwie berufstätig und vielen Familien geht es so, dass mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist und Homeoffice, das ist in diesem Stresstest deutlich geworden, das funktioniert so nicht. Deswegen ist es natürlich zum einen eine Frage, wie stark belastet es dann auch Familien auf Dauer, wenn eben Bildungseinrichtungen geschlossen sind. Zum anderen ist es natürlich auch eine Frage von Bildungsgerechtigkeit. Wir erleben in dieser Krise ganz, ganz stark, dass immer mehr Leuten klar wird, dass wir eigentlich ein sehr, sehr ungerechtes Bildungssystem haben, in dem die soziale Herkunft vom Bildungserfolg, die soziale Herkunft den Bildungserfolg bestimmt. Und das merken wir jetzt deswegen vor allem, weil, ich sag mal, bei meinen Kindern, bei anderen auch, wo die Eltern auch sozusagen in der Lage sind, auch zu helfen, ja, zu Hause. Nicht nur bei Hausaufgaben, sondern jetzt auch beim, sag ich mal, normalen Unterricht. Da geht es noch halbwegs. Aber natürlich haben wir Kinder auch bei in den Klassen von meinen, ja, da die Eltern haben selbst nicht die höchsten Bildungsabschlüsse, manche sind zugewandert, sind nicht so mächtig in der deutschen Sprache, die sind völlig abgehängt. Und deswegen ist das natürlich auch eine Frage vom Recht auf Bildung und von Bildungsgerechtigkeit, dass man auch schaut, dass die Kinder wieder die Chance haben, in die Schule zu kommen. Und das ist eben ein ganz, ganz schwieriges Austrieren und Kompromiss. Ich habe immer gedacht oder auch gesagt, es ist auch gut, dass diejenigen, die jetzt wirklich 12,5 Jahre an den G8-Gymnasien, an den Berufsschulen auf ihr Abitur hingearbeitet haben, dass die auch das Abitur machen können. Natürlich habe ich aber auch Briefe bekommen von Abiturienten, die gesagt haben, unter den Umständen wollen sie kein Abitur machen. Ich habe aber auch ganz viel Zuspruch bekommen von Abiturienten, die gesagt haben, danke, dass ihr uns die Chance gibt. Wir waren jetzt vorbereitet, wir wollten jetzt auch endlich sozusagen dieses Zeugnis. Ja? Also es gibt beides. Und deswegen ist die Frage gar nicht so leicht zu beantworten. Aber ich finde, jedem Schülerin, jedem Schüler die Möglichkeit zu geben, vor diesen Sommerferien nochmal in die Schule zu kommen, an sich richtig. Ich bin aber immer kritisch, was jetzt Leistungsdruck, Noten und eine unbedingte Pflicht angeht. Ich verstehe auch alle Eltern, die sagen, wir haben Angst, unsere Kinder in die Schule jetzt zu geben, angesichts von Corona. Also vielleicht nochmal zur Bildungsgerechtigkeit. Also ich bin jetzt ja auch, ich studiere ja. Und also ich habe schon das Gefühl, das ist echt ein entscheidender Unterschied, ob man eben ein Tablet hat, einen funktionsfähigen Computer, gerade was das ganze Online-Lehre da anbelangt. Ich meine, da braucht man schnelles Internet, da braucht man wirklich Geräte, die funktionieren. Und also wenn man das nicht hat, das stelle ich mir ganz, ganz, ganz schwierig vor und auch ganz ungerecht, weil das dann auch viel größerer Aufwand ist, quasi diese Aufgaben zu erledigen, während das bei den anderen viel zügiger gibt. Also sehe ich auch ja, als ganz problematisch an. Was ich so ein bisschen gehört habe, ist, dass jetzt viele Schulen auf so ein Modell umgestiegen sind. Und das ist halt, zum Beispiel in Lahnstein kann man das auch lesen, dass sie teilweise eine Online-Lehre machen und teilweise Präsenz und quasi die Klassen aufteilen. Jetzt ist ja allgemein so, um vielleicht ein bisschen genereller Überblick zu geben, wir haben jetzt ja so Hygienevorschriften, wie zum Beispiel die 1,5 Meter Abstandsregelung, Maskenpflicht, wobei nicht während dem Unterricht, aber eben danach und so weiter. Hast du denn da das Gefühl, dass das irgendwie eingehalten werden, diese Hygienevorschriften und das funktioniert mit diesem Online-Offline-Lernen oder wie ist da dein Eindruck mit den konkreten Maßnahmen jetzt? Also ich sag's mal so, bei dem Thema digitale Bildung, da haben wir ja in ganz Deutschland einen ganz großen Nachholbedarf. Ja. Wir sind da in Rheinland-Pfalz, haben wir den Weg eingeschlagen,
haben ja auch die Veränderung des Schulgesetzes insofern vorbereitet gehabt vor Corona, dass digitale Bildung auch Bildungsauftrag wird und entsprechend, dass das auch dann in die Lehrpläne, aber auch in die Organisation der Schulen übersetzt wird. Das war vor wenigen Monaten noch nicht unumstritten. Und durch die Pandemie hat auch der letzte Zweifler gemerkt, dass wir da ganz, ganz dringend aufholen müssen. Und es sind vor allem auch die Schülerinnen und Schüler, die sagen, wir wollen da auch viel mehr machen, weil es ist unsere Lebensrealität, digital unterwegs zu sein. Da sind oft die Schulen und unser Bildungssystem noch nicht weit genug. Wir haben jetzt in der Pandemie sozusagen das Gesetz in den Landtag eingebracht. Und das wird tatsächlich jetzt nicht mehr bestritten. Ja? Aber natürlich, klar, hätte man auch da schon viel weiter sein können, aber immerhin hat Corona den Effekt gehabt, dass es jetzt auch sozusagen der Letzte kapiert hat. Ich finde, man muss wissen, in den gegenwärtigen Bedingungen, wenn es heißt, bis zum 8. Juni sollen alle Schüler wieder in die Schulen zurückkommen, dann heißt es mitnichten alle gleichzeitig. Also es wird eine ganz schöne Organisation werden. Es geht um rollierende Systeme. Es sind ja jetzt auch nicht alle Klassen gleichzeitig da. Also es sind entweder immer nur die Hälfte der Klasse da oder es ist nur die Hälfte der Stufe da und dann mal, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, die 10a diese Woche und die 10b nächste Woche und die sind dann aber immer in zwei Räumen zum Beispiel. Ja? Das muss sich natürlich auch ein Stückchen einspielen. Aber es ist natürlich auch fürs Feedback und auch einfach für den sozialen Kontakt schon auch besser, wenn man immer auch Präsenzphasen jetzt hat. Und wir müssen natürlich auch ins nächste Schuljahr gucken, dass wir auch irgendwann wieder einen ganz normalen Schulbetrieb haben. Die Hygienevorschriften sind extrem anspruchsvoll. Es ist eine extrem große Herausforderung auch für Schulleitungen, Lehrkräfte, Schulträger, das umzusetzen. Es ist nun mal auch mit notwendig, klar, auch zum Schutz, vor allem der Lehrkräfte, natürlich auch der Schülerinnen, aber auch vor allem des Personals. Aber es ist schon, schon abenteuerlich, wie das aussieht. Ich kann euch ja mal ein Foto zeigen. Ja, genau, das haben wir nämlich schon gehört, dass du da noch Fotos hier hast. Ganz tolle. Ja, jetzt muss man mal hier reingucken. Kann man das erkennen, ja? Das ist also eine Schultoilette in der Grundschule. Und spannend. Ich kann mir schon vorstellen, wenn dann die Kleinen in der Grundschule dann in ihre Schule kommen und die haben sie ja noch im Kopf, wie sie vorher aussahen. Und dann sozusagen, das braucht auch eine hohe pädagogische und psychologische Sensibilität. Ja. Da geht es, also das mit dem Abstand halten und so weiter, ich sag mal, das haben die Kleinen jetzt auch schon gemerkt, ja. Und ich sag mal, das klappt nicht immer, ist klar, aber ich sag mal, das klappt in der Schule nicht immer genauso, wie es draußen nicht immer klappt, ja. Aber diese neue Situation, also dass da Toiletten teilweise abgesperrt sind, dass Abstandsregeln auf dem Pausenhof sind, dass man, und das gilt ja in den Grundschulen für die ganz Kleinen, dass man die Lehrerinnen und Lehrer nicht mal mehr anfassen darf und geschweige denn die Freundinnen und Freunde, das ist, glaube ich, eine ziemlich schwierige Situation. Und ich glaube, man muss realistisch genug sein, dass man Kindern das auch gar nicht auf Dauer nehmen kann. Ja. Und deswegen sind die Hygienemaßnahmen gut und richtig, aber ich bin auch dagegen, jetzt da mit drakonischen Strafen zu reagieren, wenn das nicht immer 1:1 100% umgesetzt wird, weil das einfach auch sozusagen dem Naturell der Kinder und der Menschen insgesamt auch widerspricht. Also ich glaube auch, dass das nicht möglich ist, das wirklich 100%. Also wenn ich da wiederum an meine Schulzeit da irgendwie zurückdenke, wir sind da auch in der Schule rumgewuselt und also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass auch gerade so in der Pubertät, dass man sich da immer 100%ig da dran hält. Aber ich meine, es ist ja so auch in unserer Gesellschaft so. Also ich glaube, man hätte, wenn man sagt, 100% ist das Ziel oder die Vorstellung, dann kann man gleich die Schulen zulassen. So, ich glaube, darum geht es eben gar nicht. Ja. Genau, also wenn wir vielleicht noch ein bisschen ganz kurz noch auf die Landesschülervertretung in Rheinland-Pfalz, das finde ich auch noch in der Zielgruppe, noch möglicherweise in dem Verteiler von denen drin, und auf das Abitur schauen, da gab es da ja auch so eine größere Diskussion die letzten Wochen, und die haben unter anderem auch ein Durchschnittsabitur gefordert, was aber nicht kommt. Was sagst du zu der ganzen Debatte Durchschnittsabitur, VHS, wirkliche Abiturprüfungen? Bist du da pro Durchschnittsabitur oder eher dagegen? Also ganz generell
Mir war immer wichtig, dass die Abiturienten, Abiturienten, die jetzt ganz lange fürs Abitur auch gelernt und gearbeitet haben, viele Jahre, dass sie es auch kriegen können. Ich persönlich bin da entspannter, weil ich glaube, dass man beide Varianten machen könnte. Die Kultusministerkonferenz hat halt eben gesagt, wir wollen es möglichst einheitlich in Deutschland machen, auch unter dem Aspekt der Vermittelbarkeit. Und deswegen konnte ich auch verstehen, dass man gesagt hat, wenn man sich bundesweit eben darauf geeinigt hat, dass man jetzt gesagt hat, dass man in Rheinland-Pfalz auch nicht davon abweichen will. Also wie gesagt, ich hätte mir das auch anders vorstellen können, aber ich verstehe auch das Argument zu sagen, man will es nicht in 16 Ländern völlig unterschiedlich handhaben. Und die Entscheidung ist dann auch gefällt worden. Und mein Eindruck ist, es ist eigentlich jetzt bisher auch ganz gut gelaufen. Ja, Martin hat gleich noch eine Frage. Ja. Ich hätte eine Frage, also das stelle ich mir so vor. Also angenommen, ich wäre jetzt in der Abiturvorbereitung würde dann in welcher Form auch immer so ein Abitur schreiben und würde es nicht schaffen. Oder einfach auch nur sitzen bleiben, wenn ich in einem Abitur wäre. Wer will das klären, ob ich optimal beschult wurde in der Zeit, weil das da ja keine Referenz für gibt? Und ich sehe halt das Risiko, das ist ja auch in normalen Zeiten so, dass Eltern insbesondere da recht klagefreudig sind. Kannst du dir vorstellen, dass da wirklich was auf uns zukommt? Und wie kann man das lösen? Oder sind die Regelungen rechtssicher genug? Also ich denke mal, dass die Regelungen eigentlich rechtssicher sein sollten, aber ich glaube nicht, dass das der entscheidende Punkt ist. Also ich bin sehr froh, dass wir es in Rheinland-Pfalz geschafft haben, dass zum Beispiel jenseits der Abschlussklassen wir gesagt haben, es sollen eigentlich, also die Kinder sollen sowieso und die Schüler alle keinen Nachteil haben und im Zweifel werden sie auch alle versetzt. Weil man kann jetzt für die Situation niemanden sozusagen bestrafen. Und es macht auch keinen Sinn, jetzt in jedem Einzelfall genau hinterher zu gucken, lag das jetzt an der Distanzbeschulung oder war das vorher schon kompliziert. Das macht keinen Sinn. Ich denke mal so, bei den Abiturprüfungen ist es ja schon so, dass ein ganz großer Teil der anzurechnenden Leistungen ja auch schon vorher erbracht worden ist. Und das heißt, es gibt auch, ich sag mal, die Bitte auch an die Prüfungen zu sagen, im Zweifel muss man denen sozusagen anrechnen, dass die Vorbereitungszeit keine normale war. Ja? Aber ich weiß es noch von meinem Abitur und ich sehe das auch in den letzten Jahren, es ist eigentlich schon vor den abschließenden Prüfungen relativ klar, wer schafft es und bei wem wird es knapp. Und wird sich, glaube ich, in den Zahlen zeigen, dass wir da keinen signifikanten Unterschied haben. Und wie gesagt, im Zweifel sollen die 4 Punkte geben und nicht 3. Ja? Spannender ist vielleicht, was ist mit Leuten, die sich auf dem Studienplatz mit NC bewerben und die vielleicht um 0,1 diesen Studienplatz nicht bekommen. Da ist natürlich dann immer im Einzelfall auch die Frage, ist derjenige, der den Studienplatz bekommen hat, auch sozusagen im Corona-Abi-Jahrgang? Oder hat er sein Abi vorher gemacht? Also ich finde, da wird die Frage juristisch noch mal viel spannender bei der Zulassung zu den Hochschulen später, weil ich noch nicht gesehen habe, dass es dafür eigentlich eine Lösung gibt. Jetzt mal ganz davon abgesehen, dass ich von diesen ganzen NCs und so weiter sehr, sehr skeptisch bin, aber sind nun mal da. Ich glaube, da wird es noch mal eine viel spannendere Diskussion als bei der Frage, aber ob jetzt jemand sein Abitur bekommen hat oder nicht, ich meine, das machen fast 99%, die zum Abitur zugelassen sind, machen es dann auch. Die es nicht schaffen, sind in der Regel, werden sie vorher schon nicht zugelassen oder treten dann noch gar nicht an. Vielleicht ganz kurz als Nachfrage, kann man denn wirklich so unterscheiden, also so rechtlich auch zwischen, das war jetzt eine Corona-Situation, das Abi wird jetzt mehr gewertet wie das andere? Also das stelle ich mir ganz schwierig vor und auch ganz weiche, also weicher Faktor irgendwie. Ja gut, eindeutig ist ja, dass wenn ich mich jetzt zum Studienplatz bewerbe und
sag mal, der direkte Konkurrent auf so einer Liste, auf so einer, hat das Abitur zum Beispiel schon letztes Jahr gemacht, ne? Hat er schon ein Wartesemester mehr, dann ist es ziemlich eindeutig, es hat nichts mit Corona zu tun. Aber da gibt es natürlich auch einen Unterschied, ja, zwischen denen, die in Rheinland-Pfalz in G9 Abitur gemacht haben, das war vor den Schulschließungen, und denen, die zum Beispiel im G8 Abitur jetzt gemacht haben, das war jetzt nach, ist jetzt nach den Schulschließungen. Das meine ich, das ist noch eine Diskussion, die noch nicht so geführt ist und wo es vielleicht wirklich auch Fälle geben kann oder wird, wo das möglicherweise, wenn es da nicht klare Vorgaben gibt, die möglicherweise auch vor Gericht landen können. Vielleicht noch so ein bisschen auf lange Sicht blickend. Also jetzt befürchten ja die ein oder anderen, habe ich jetzt die letzten Tage oft in den Zeitungen gelesen, Reitzeitung, weiß der Kuckuck was, dass jetzt so eine zweite Welle befürchtet wird, auch gerade weil eben die Schulen wieder aufmachen, weil das schon ein entscheidender Punkt sein könnte, weil so eine zweite Welle nochmal auslösen und hochzufahren. Glaubst du denn persönlich daran, beziehungsweise was, ja, müsste man dann die Schulen eigentlich wieder schließen, logischerweise, wenn jetzt nochmal eine zweite Welle kommt? Oder würdest du sie quasi grundlegend auflassen? Naja, ich glaube, das ist die grundlegende Frage, was für ein Ziel wird denn überhaupt verfolgt? Also ich glaube, es ist gesellschaftlich nicht zu vertreten, zu sagen, wir lassen alle Schulen und Kindergärten geschlossen, bis ein Impfstoff kommt, auch wenn das vielleicht erst Ende Frühjahr nächsten Jahres ist. Das geht nicht so. Und dann ist eben die Frage, wie man es organisiert und wie man es macht. Natürlich, das eine ist vollkommen klar, wenn es Fälle gibt in den Schulen, und das ist jetzt auch schon passiert, also eine Schule hat montags aufgemacht und dienstags direkt wieder zu, weil es einen positiven Test gab, dann müssen die sofort erstmal zugemacht wieder werden. Ja? Und bei allen anderen wäre schon das Ziel, also finde ich, dass wir nach den Sommerferien in einen Regelbetrieb kommen, natürlich unter auch nach wie vor Corona-Bedingungen. Aber wir können das überhaupt nicht, also aus vielen Gründen, aus bildungspolitischen Gründen, Bildungsgerechtigkeit. Aber ich habe ja vorhin auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf am eigenen Erleben geschildert. Man muss sich mal überlegen, wir haben in Rheinland-Pfalz 450.000 Schülerinnen und Schüler an den weiterführenden und den berufsbildenden Schulen mit Familien, Eltern, Geschwistern. Dazu kommen über 40.000 Lehrkräfte, die auch Familie und Geschwister haben und weiteres Personal. Das heißt, eine halbe Million von 4 Millionen Rheinland-Pfälzern ist direkt betroffen von den Schulschließungen und wahrscheinlich mehr als jeder vierte Rheinland-Pfälzer zumindest indirekt. Und man kann, glaube ich, keine Gesellschaft, und da spielen eben die Bildungseinrichtungen allein von den Zahlen eine Riesenrolle, über Monate sozusagen runterfahren. Das funktioniert nicht. Also nicht mit ganz gravierenden anderen Folgen. Und also von daher glaube ich, wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Zumindest so lange, bis ein Medikament oder ein Impfstoff gefunden worden ist. Weil wir sonst wirklich auch gesellschaftlich extreme Gräben sehen werden, die wirklich strukturell und langfristig sein werden. Und die, glaube ich, wollen wir alle nicht. Bevor wir, jetzt ist schon relativ viel Zeit verstrichen, dann so langsam zum Ende kommen. Ich hätte noch eine Frage, und zwar, jetzt ist ja nicht so schlecht, als dass es nicht für irgendwas gut wäre. Du hast das vorhin auch schon mal angedeutet. Ich meine jetzt so einen gesamtgesellschaftlichen Digitalisierungsschub, den hat es ja gegeben, und du hast es vorhin auch angedeutet, gerade in den Schulen hat der gefehlt. Eine grundsätzliche Bereitschaft hat's, oder Einsicht scheint es da ja in der Politik zu geben, wie du das vorhin schon erwähnt hast. Der entscheidende Punkt ist, glaube ich, ein Stück weit, also wir können jetzt alle mit Zoom umgehen und Konkurrenzprodukten. Wir haben uns daran gewöhnt, wie man Videokonferenzen macht und Ähnliches. In der Verwaltung ist viel digital gelaufen. Ich fand an vielen Stellen sogar erstaunlich gut. Jetzt
Ist das, glaube ich, ist das wirklich jetzt, jetzt jenseits von der Politik, glaubst du, das ist jetzt bei den Eltern, bei den Schülern und bei den Lehrenden vor allen Dingen richtig, richtig tief eingedrungen in diesen anderthalb Monaten, was das für Vorteile bietet? Also ich muss auch sagen, dass jetzt in meinem persönlichen Alltag eine Zoom-Konferenz, die hat auch Vorteile gegenüber einem physischen Treffen. Das ist meistens wesentlich strukturierter. Und das kann ich mir jetzt für Unterricht und dem Einsatz von Multimedia und Filmchen und sowas eigentlich sehr gut vorstellen. Also ich glaube die Jugendlichen und die Kinder, die musste man nicht überzeugen. Also für die ist Digitalisierung einfach Alltag. Die sind mit diesen Dingern aufgewachsen. Ja? Ich bin ja, glaube ich, die letzte Generation, die das erst sozusagen am Ende der Jugend mitbekommen hat, dass es sowas gibt. Aber natürlich gilt es vor allem auch für Verantwortungsträger, aber natürlich auch für Kolleginnen, Lehrkräfte und Schulleitungen, dass wir da einen großen Nachholbedarf haben und aber auch zu sehen, was da auch für Möglichkeiten und Chancen drin sind in digitaler Bildung. Wir sind dabei, in Rheinland-Pfalz auch ein landesweites Netzwerk entsprechend aufzubauen, dass man auf einer Plattform sowohl die Schulverwaltung, aber auch vor allem die Pädagogik auch mit abbilden kann. Und dafür machen wir im Moment auch das Schulgesetz neu, dass es dafür auch die entsprechende Grundlage gibt. Ich glaube, dass das auch eine ganze Menge an Chancen auch bietet. Dafür sind natürlich, gibt's ein paar Grundvoraussetzungen. Medienkompetenz ist das eine, den Zugang ist das andere. Was aber auch, glaube ich, dem größten Digitalisierungsfan jetzt gerade klar geworden ist, sowohl pädagogisch als auch emotional, so komfortabel das manchmal ist, aber es ersetzt überhaupt nicht die persönliche Begegnung, noch den direkten Austausch und die direkte Diskussion. Also ich glaube, es ist nie ein Entweder-Oder, sondern es ist immer sowohl als auch. Also ich habe, ich denke immer, es ist so ähnlich wie, ich komme ja aus Mainz und da hat ja vor vielen hundert Jahren Johannes Gutenberg den Buchdruck erfunden. Und ich sage immer, der Buchdruck hat ja auch nicht dazu geführt, dass die Leute aufgehört haben, sich zu unterhalten. Nur weil sie das jetzt im Buch lesen konnten. Ja? Sondern das kommt dazu und sozusagen gibt unserem ganzen Leben und auch der Bildung eine neue Dimension. Und so muss man es, glaube ich, auch verstehen. Ich habe vor 2 Jahren, waren wir in Estland gesehen, das Vorreiter im Land im Thema digitale Bildung, die haben genauso auch Bücher wie bei uns, die haben auch genauso noch eine Kreidetafel wie bei uns, aber die haben halt das andere, die digitalen Plattformen und die digitale Bildung noch dazu und ergänzen das. Und dadurch wird es, glaube ich, auch ein Ganzes. Was mir aber noch wichtig ist, es wird jetzt immer zu Recht über die Kinder gesprochen, jungen Menschen gesprochen, die im Homeschooling überhaupt nicht erreicht werden und die es wirklich doppelt und dreifach schwer haben. Mir ist einfach wichtig, dass man uns klar sein muss, das wird durch die Corona-Zeit nur sichtbarer. Das Problem hatten wir vorher ganz genauso. Und wenn man vielleicht die eine Lehre ist, dass wir für den Klimaschutz auch präventiv mehr tun müssen, dann wäre für mich die andere, dass wir gerade im Bildungsbereich auf mehr Gerechtigkeit und auf viel mehr tun müssen für die Kinder, die eben nicht sozusagen das gut gebildete Elternhaus mit den höheren Einkommen haben, sondern dass eine Bildungsgerechtigkeit eben heißt, dass jeder die besten Chancen hat, unabhängig davon, wo er herkommt. Und das wäre mir ein zweiter ganz wichtiger Punkt, den wir hoffentlich aus dieser Krise auch mit rausnehmen. Das ist das Schlusswort. Also ich kann dich da auch bestätigen. Also erst war ich von Vorstands- und Fraktionssitzungen in Konferenzsoftware ganz begeistert. Mittlerweile würde ich die Leute auch gern persönlich sehen. Also es geht mir mittlerweile auch so ein bisschen auf die Nerven. Ich habe viel über das Doppelkinn meines persönlichen Umfelds gelernt, weil man die Leute immer so von schräg unten sieht. Wir vermissen das mittlerweile auch alle, von Biergärten etc. mal ganz zu schweigen. Ja, Daniel, danke, dass du da warst. Es war wieder super interessant. Toll, dass du uns diesen Input hier gegeben hast. Vielen Dank für deine Zeit und ich finde es halt auch unser Format hier so wahnsinnig spannend, weil wir da immer so tolle Leute haben, die so
in ihren Themen drin sind und auch alle immer gesagt haben, wir haben es auch noch nicht erlebt, dass irgendjemand gesagt hat, den mache ich nicht oder ich habe keine Zeit oder das Gefühl, ich will das nicht. Man muss sich dann nur trauen zu fragen und unser Feedback, was wir da auch haben, das ist ganz erstaunlich positiv und ich kann es gut verstehen, weil ich glaube, ich finde das mindestens genauso spannend wie unsere Zuschauerinnen. Seit wann machen wir solche Danksagungen eigentlich am Schluss? Haben wir irgendwann mal angefangen, jetzt sage ich immer so Danke, Danke, Danke. Nee, aber dann, ich finde es natürlich auch cool, dass du da warst. War mal wieder ein lockeres Gespräch, so ist es, glaube ich, immer mit dir. Also das finde ich auch cool. Ja, wie du auch da mit deinem grünen Titel so also locker da sitzt. Genau, und auf jeden Fall inhaltlich auch spannend. Ich glaube, der Bildungsding ist gerade eines, keine Ahnung, der Hauptthemen, würde ich sogar sagen. Also wenn du was in der Zeitung liest, dann ganz, ganz, ganz oft über Bildung. Und ja, das ist auch da, wo, glaube ich, die Fronten ziemlich clashen und wo auch, glaube ich, die schwierigsten Entscheidungen nochmal innerhalb der ganzen Corona-Entscheidungen getroffen werden müssen. Genau, von dem her auch von meiner Seite vielen Dank, Daniel. Ich hoffe, du hast heute noch einen schönen Tag. Das hört sich ein bisschen komisch an. Naja, aber genau, Daniel, möchtest du auch noch was sagen? Ich will mich natürlich bei euch auch bedanken. Danke für dieses tolle Format und danke für die Möglichkeit. Kleiner Werbeblock, wir haben zum gleichen Thema am 15. Mai ein Webinar der Landtagsfraktion mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und der LandesschülerInnenvertretung auch zum Thema. Und ich habe mich total gefreut, mit euch hier dieses grüne Farbfernsehen zu machen. Und jederzeit wieder und dann diskutieren wir vielleicht irgendwann auch gerne mal wieder in der Kneipe oder im Biergarten. Das vermisse ich nämlich auch total. Ja.